Grüß Gott, mein Name ist Sang Nguyen, ich bin der Chefkoch vom Restaurant Hanau Express in der 6. Schimmelgasse, 9. Bezirk Wien. Ich zeige Ihnen heute, wie wir eine Hauptspeise kochen, die Rindspieß auf Zitronengras mit Pfeffer. Jetzt machen wir die Marinade. Wir fangen mit dem Zwiebel an. Alles klein zerhacken. Zitronengras nehmen wir die harte Außenschicht weg, verwenden wir nur den Kern. Ja. Das ist weich und hat guten Geschmack. Zuerst schneiden wir in kleinen Scheiben und dann zerhacken wir das. So, das ist fein. Genug. Pfeffer. Ein paar Chilischoten gebe ich auch dazu. So. Und jetzt nehmen wir diese Koch-Tamarinde. Da sind viele Kerne drinnen. Es gibt am Markt auch Tamarinde-Soße oder Tamarinde-Pulver. Für mich ist das Ideale, die natürliche Koch-Tamarinde zu verwenden, weil das ist die super Naturmischung von süß und sauer Geschmack. So, gebe ich ein bisschen Wasser hinein. Und jetzt zerdrücken wir das. So, und schauen Sie, was ich herausziehe. Ja. Diese Teile brauchen wir nicht zum Kochen. Da sind auch die Kerne, die harte Kerne drinnen. Ich zerdrücke das und dann nehme ich den Saft dazu. Dann gebe ich ein bisschen Zucker dazu. Und jetzt kommt das Salzige hinein, Fischsoße. Dann mischen wir das zusammen. Dann haben wir die Marinade. Ganz einfach. Nur einfach alles zerkleinern und dann mischen. Dann lassen wir das zur Seite. Wir schneiden das Fleisch. Für die Spitze können Sie eigentlich auch andere Fleisch nehmen. Lungenbraten ist natürlich ideal dafür, aber Sie können Bayrieck oder Rostbraten auch nehmen. Da schneiden wir das Fleisch, die Fasern quer. In so circa 2-3 mm breit. Es gibt dann zwei Arten zum Aufspießen. Ich zeige Ihnen später. Und je nachdem können Sie die Scheiben so groß gewinnen. Wenn Sie große Scheiben haben, können Sie die ganze Zitronengrasstange einrollen. Ja? Aber wenn Sie ein kleines Stück von der Spitze haben, dann können Sie aufspießen. So, und dann können wir zusammen mischen. Der dominierte Geschmack bei diesem Gericht ist diese süß-sauer Waage. Es sollte ungefähr gleich bleiben. Und nichts darf das andere überragen.
Okay, jetzt haben wir fertig mit dem. Wir lassen das ungefähr 20 Minuten in Ruhe. Sie können in den Kühlschrank geben und dann tun wir später aufspießen. So, jetzt hat das Fleisch schon genug Marinade gesaugt. Geben wir dann erst ein bisschen Öl hinein. Mischen wir noch einmal. Und tun wir aufspitzen. Ich nehme hier die ganze Zitronengrasstange. Mach hier eine Spitze. Raus. Dann tun wir einfach aufspitzen. Gut. Jetzt haben wir die Spitzen so. Wir schauen, dass es ein bisschen flach bleiben. Und dann werden wir die braten oder grillen. Normalerweise machen wir im Restaurant auf einem Griller, aber zu Hause können Sie mit einer normalen Pfanne auf dem normalen Haushaltskochherd langsam schön grillen. Beim Braten müssen wir sehr vorsichtig sein, weil in dem Inhalt gibt es Zucker. Und es kann sehr schnell schwarz sein. Dann braten wir mit einem kleineren Feuer. Und immer Nachschau halten. Es löst sich schon ab. Das zweite auch. Das dritte pickt ein bisschen noch. Ich schaue ein bisschen auf die Seite, ob alles okay ist. Ja, super schön. So, jetzt nehmen wir die Spitzen heraus. Das ist sehr schön braun geworden. So, da bei der Garnierung habe ich auch wieder alles da. Grüne Pfeffer, ein Stück von Tamarinde, Chili zum Nachschärfen oder Nachsüßen. So, da haben wir Rindfleisch auf Zitronengras mit Pfeffer. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen.